Hallo und herzlich willkommen im Videotraining der Firma Riesen Consulting. Auf der heutigen Agenda stehen die Punkte Einführung in die Benutzeroberfläche, Startbildschirm, Dateitypen, Arbeitsweise, Skizzen und Features. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten Minuten. Wenn man den Inventor gestartet hat, sieht man die Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche ist das grafische Erscheinungsbild von so einem Programm, sieht derzeit in der Version 2017 so aus. Bevor wir anfangen, mein Mauscursor wird grün dargestellt. Wenn ich mit der linken Maustaste klicke, gibt es rote Kreise. Wenn ich mit der rechten Maustaste klicke, gibt es schwarze Kreise. Wir haben hier oben die Schnellzugriffsleiste. Die Schnellzugriffsleiste kann man sich natürlich anpassen, wenn man hier auf dieses Flyout geht. Und überall da, wo ein Haken drin ist, das ist das Aktivierte. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Haken rausnehme bei Neu, dann nimmt er hier das Symbol weg. Wir setzen es wieder dazu, weil Neu ist wichtig. Die Schnellzugriffsleiste ist bei kleineren Bildschirmen von Vorteil, wenn man sich das unterhalb der Multifunktionsleiste anzeigen lässt. Das geht so. Ich setze aber das in meinem Beispiel jetzt wieder nach oben, mein Bildschirm ist groß genug. Neben der Schnellzugriffsleiste hier gibt es die Programmleiste. Hier steht immer der Programmname sowie das Bauteil, das man geöffnet hat, oder wenn mein Bauteil speichert, steht hier hinten der Name. Wir haben hier die Online-Hilfe, das heißt, wenn man Suchbegriff eingibt, wird man automatisch mit dem Internet verbunden und wird auch im Internet danach gesucht. Hier oben kann man sich mit dem Cloud-System, mit dem A360 von Autodesk verbinden. Da ist es möglich, seine Dateien abzuspeichern und überall auf der Welt wieder abzurufen. Wir haben dann hier die Multifunktionsleisten mit den Multifunktionsleisten-Registerkarten. Unter den Registerkarten gibt es die Gruppen, wie hier Starten, meine Startseite, neue Funktionen und Hilfe. Genauso kann man sich diese Gruppen auch anzeigen lassen, das heißt andere anzeigen lassen oder auch wegschalten. Das geht hier wieder mit dem Flyout. Überall da wieder ein Haken drin, sind gerade die Tiefen. Ich schalte jetzt mal Fenster dazu, das heißt, ich aktiviere das. Jetzt ist die Gruppe Fenster aktiv. Die schalte ich wieder ab. Geht natürlich auch so, wenn man hier in den Bereich hier hingeht oder auch da hingeht und macht die rechte Maustaste. Da kann man hier zum Beispiel noch sagen, Gruppen anzeigen. Ich nehme die Fenster wieder raus. So, sind die Fenster wieder draußen. Diese Gruppe Fenster. Man kann sich hier diesen Text ausblenden lassen. Das heißt, den Gruppentitel würde ich aber empfehlen, den drinnen zu lassen, den Gruppentitel. Bei Schulungen merke ich immer, dass die Leute ab und zu da oben hinkommen. Das heißt, da oben kann ich die Größe dieser Multifunktionsleisten anpassen. Jetzt sind sie ganz klein. Wenn ich dann da drauf gehe, klappen die aus. Wenn ich wieder draufklicke und nochmal, dann sind sie wieder ganz groß. Das ist die Standardeinstellung. Man kann Befehle oder Features auch von der Multifunktionsleiste übernehmen in die Schnellzugriffsleiste. Da geht man auf einen x-beliebigen Befehl hin, rechte Maustaste zum Schnellzugriffswerkzeugkasten hinzufügen. Schon haben wir hier den Befehl oben in der Schnellzugriffsleiste drinnen. Genauso bringt man den Befehl auch wieder raus, wenn man auf den Befehl hingeht, rechte Maustaste aus dem Schnellzugriffswerkzeugkasten entfernen. Das hier oben ist jetzt neu. Früher war da oben ein größeres Symbol. Das war der Systembrowser oder auch Anwendungsmenü genannt. Das I steht für Inventor. Jetzt gibt es eine ganz normale Registerkarte Datei. Wie auch bei anderen Programmen, wo man öffnen, speichern, exportieren und so weiter kann. Auch hier unten kommt man in den Anwendungsoptionen, also in den Einstellungen von Autodesk Inventor rein. Da schauen wir uns auch später mal an, was da die wichtigsten Schritte sind für das Starten mit dem Programm. Den Bereich Neu ist eigentlich der gleiche Bereich, wie wenn man hier auf Neu geht oder in der Schnellzugriffsleiste auf Neu geht. Also wie man sieht, es gibt verschiedenste Methoden, wie man eine neue Datei erstellen kann. Wir haben jetzt hier ein Bauteil, das heißt ein Einzelbauteil, die Baugruppe, die Zeichnung,
Die DWG ist es, sind nur am DWG. DWG ist das weitverbreiteste 2D-Zeichnungsformat weltweit. Heißt Drawing, kommt von AutoCAD raus. Und hier mal die Präsentation für Explosionsdarstellungen zum Beispiel. Wir können auch hier auf das Zahnrad gehen. Da kann man Voreinstellungen treffen. Die Maßeinheit, Millimeter und welche Zeichnungsnorm das wir haben, die DIN, ist für uns okay. Das heißt, es bleibt auch so eingestellt. Da kann man jetzt noch das erweitern. Da sieht man auch die anderen Sachen. Das heißt, hier unter englische Formate, metrische Formate, sieht man auch hier, was da alles gibt. Für uns ist es eigentlich wichtig, diese Blech-IPT, diese Norm-IAM, Norm-DWG. Aber die schauen wir uns jetzt einmal da oben an. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Neu. Die ist übersichtlicher, das Ganze. Also wir sind hier bei Blech-IPT. IPT steht immer für Inventor Part, also das Einzelbauteil. Das Einzelbauteil wird dann in einer Baugruppe zusammengesetzt. Dann nimmt man diese Sachen her, entweder nur IAM oder die Schweinskonstruktion IAM. IAM steht wieder für Inventor Assembly. Wenn wir dann das Einzelbauteil haben oder eine Baugruppe, dann können wir von dieser Sache eine 2D-Zeichnungsableitung machen. Dann nimmt man eigentlich immer dieses Norm-DWG her. Das kann man nämlich gleich in AutoCAD öffnen oder auch andere Programme können eine DWG-Datei öffnen. Diese Norm-IDW ist eigentlich die ältere Sache. Mir ist aufgefallen, dass bei dieser Norm-IDW zum Beispiel die Dateigröße immer ein bisschen kleiner ist wie von der Norm-DWG. Hier unten haben wir die Norm IPN. IPN steht für Inventor Präsentation. Das heißt, hier werden Explosionsdarstellungen gemacht oder auch Animationen von einem Zusammenbau. Genauso gibt es hier noch die englischen Vorlagen, die wir uns vorher gerade angeschaut haben. Die metrischen Vorlagen und dieses Mold Design. Das ist zum Beispiel für Spritzgussformen. Wichtig ist natürlich auch der Unterschied hier zwischen einer Blech-IPT und Norm-IPT. Wann nehme ich welche Vorlage her? Also wenn man ein Blechbauteil modellieren möchte, mit zum Beispiel Stanzungen oder man braucht eine Blechabwicklung, nimmt man immer eine Blech-IPT her. Für andere Bauteile verwenden wir die Norm-IPT. Genauso ist auch wichtig der Unterschied zwischen einer Norm-IAM und Schweißkonstruktion IAM. Das heißt, möchten wir eine ganz normale Baugruppe später zusammenbauen, nehmen wir die Norm-IAM. Haben wir aber Schweißbauteile, das heißt, wo wir schweißen möchten oder eine Gestellanalyse machen möchten, nehmen wir die Schweißkonstruktion IAM. Das sind dann wieder der Bereich für das Schweißen dabei. Wenn man zum Beispiel eine Konstruktion begonnen hat, man ist in der Norm IAM, kann man aber auch die Norm IAM konvertieren in eine Schweißkonstruktion IAM. Wichtig ist auch, dass man weiß, wie so ein Programm arbeitet. Wir haben unsere Einzelbauteile konstruiert. Diese Einzelbauteile werden dann in einer Baugruppe zusammengebaut. Dann kann man von einer Baugruppe oder von einem Einzelbauteil eine 2D-Zeichnungsableitung machen und von einer Baugruppe eine Explosionsdarstellung. Ändert sich dann das Einzelbauteil, wird es in der Baugruppe automatisch aktualisiert, in der 2D-Zeichnung automatisch aktualisiert und die IPN wird automatisch aktualisiert. Nehmen wir mal an, wir haben unsere verschiedensten Dateien generiert, dann ist es ganz wichtig, dass Sie im Nachhinein nichts mehr verschieben. Das heißt nicht, dass Sie die Einzelbauteile in einen Unterordner reinschieben oder Sie haben sich vertippt, sage ich mal, Sie bessern den Dateinamen aus. Das dürfen Sie nicht machen, weil Inventor merkt sich in der Baugruppe, nicht nur Inventor, auch jedes andere 3D-CAD-System, merkt sich in der Baugruppe den Dateinamen des Bauteiles, wo ist es abgelegt worden, das heißt der Speicherort wird sich gemerkt und wie ist das Bauteil verbaut worden. Das heißt, es werden sich die sechs Freiheitsgrade gemerkt, die drei Hauptachsen X, Y und Z plus die drei translatorischen Achsen, das heißt die Drehbewegungen und die Hauptachsen. Das wird sich gemerkt, also dürfen Sie im Nachhinein bitte nichts verschieben. Wenn man wirklich was umbenennen muss, dann gibt es einen Konstruktionsassistent, der aktualisiert diese Informationen dann. Da können wir separat dann mal ein Video machen, wo ich Ihnen das vorstelle. So, dann gehen wir raus. Wir gehen hier auf Abbruch. Gehen wir zu den Projekten. Projekte sind sehr wichtig für die Dateiverwaltung. Da machen wir auch mal extra ein Video, was man mit Projekten alles machen kann, weil es ist sehr umfangreich.
Standardmäßig ist immer das Projekt Default aktiv. Default speichert automatisch immer in eigenen Dokumente, beziehungsweise wenn man eine Datei öffnet, schlägt er automatisch eigene Dokumente vor. Man kann natürlich auch das Projekt wechseln. Wir gehen einmal auf Tutorial Data und gehen einmal auf Öffnen. Dann sieht man das, aha, jetzt hat er den Projekt hinterlegten Ordner geöffnet. Das heißt, man hat hier Bauteile oder Baugruppen, je nachdem, drinnen von diesem Projekt. Gehen wir mal auf Abbruch und auf Inventor Electrical Project gehen wir mal drauf. Wenn man wieder auf Öffnen geht, sieht man, dass ein ganz anderer Ordner kommt. Das heißt, für die Dateiverwaltung ist es wirklich sehr wichtig. Dann gehe ich wieder auf Default, das standardmäßige Projekt. Wir haben jetzt hier die Verknüpfungen. Da könnte man was hinterlegen, dass man automatisch schneller öffnen kann. Und bei Dateidetails ist auch wirklich interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal dieses Bauteil hier anklicke, dann zeigt er mir da die Informationen bzw. die Eigenschaften an Änderungsdatum, Dateigröße und so weiter. Gehe ich wieder auf Projekte hin. Was natürlich auch von Vorteil ist, hier unten sieht man die geöffneten Bauteile, die ich jetzt zuletzt geöffnet habe. Die sind auch projektabhängig, das heißt, wenn man das Projekt wechselt, dann werden da unten auch, wenn ich jetzt was geöffnet hätte, die Bauteile angezeigt oder die Baugruppen oder die Zeichnungen. Dann gehe ich jetzt hier wieder auf Default. In dem letzten unteren Bereich hier werden die Bauteile angezeigt, Baugruppen angezeigt, Präsentationen oder 2D-Zeichnungen, wenn man die erstellt hat. Das sind ja auch von dem Projekt abhängig. Hier kann man die zum Beispiel selektieren. Wenn ich keine Bauteile sehen möchte, nehme ich den Haken raus. Jetzt werden in dem Fall nur die Baugruppen angezeigt, weil Präsentationen und Zeichnungen habe ich hier nicht erstellt. Mache den Haken wieder rein. Werden jetzt die Bauteile wieder angezeigt, nehme ich den Haken Baugruppen raus, werden keine Baugruppen angezeigt. Das heißt, man kann hier schnell Dateien selektieren. Auch da bei Sortieren nach kann man das sortieren, auch Name zum Beispiel oder nach Position, je nachdem, wie Sie es möchten. Und der Änderungsdatum auch, wenn man mehrere Bauteile hat, ziemlich viele drin, die hatten wir ja nicht alle auf einen Tag erstellt, dann kann man die auch selektieren. Wenn man jetzt Bauteile hat, sagen wir mal, die sehr wichtig sind, dann kann man hier den Pin setzen. Wenn man den Pin setzt, werden die nach oben genommen, das heißt, das sind die fixierten Bauteile dann. Genauso bringt man das auch wieder raus. So, dann sind wir soweit fertig mit diesem Startbildschirm. Wir gehen jetzt in den Bereich Bauteil, schauen uns das mal an, die Grundlagen. Dazu öffnen wir eine Norm IPT. Wir haben jetzt hier viel mehr Registerkarten von der Multifunktionsleiste. Wir haben jetzt hier viel mehr Gruppen und jede Gruppe beinhaltet Werkzeuge. Diese Werkzeuge werden Features genannt. Wir haben hier den Browser, das heißt Modellbrowser. Da werden unsere Arbeitsschritte nacheinander aufgelistet. Wir haben hier den Konstruktionsbereich bzw. Modellbereich. Da oben ist der ViewCube, auch Ansichtenwürfel genannt. Das ist die Navigationsleiste. Das hier ist jetzt vernetztes A360. Das ist neu jetzt in dieser Version 2017. Man kann sich natürlich hier was einblenden und abschalten. Nehmen wir mal an, wir schalten jetzt hier mal die Navigationsleiste weg. Muss man natürlich auch wissen, wie bringt man die Navigationsleiste wieder her, wenn man die benötigt. Man geht hier auf die Registerkarte Ansicht, Benutzeroberfläche und da sind die Sachen Navigationsleiste oder Browser oder ViewCube. Das heißt, wenn man was abgeschaltet hat, so bringt man das Ganze wieder her. Das wäre das vernetzte Design in A360. Wenn ich jetzt hier in meinem Konstruktionsbereich die rechte Maustaste mache, sieht man jetzt hier Features, die so kreisförmig angeordnet sind, kann man sich natürlich auch anpassen, welche Befehle man da drin haben möchte. Das ist das sogenannte Mini-Menü, das schalten wir jetzt auch mal ab. Mini-Menü haken raus. Wenn wir jetzt wieder rausgehen, haben wir hier kein Mini-Menü mehr. Der Mini-Menü ist ein Profi-Modus, das heißt, ich nehme die wieder mal rein. Und zwar, wenn man das auswendig weiß, wo die Sachen liegen, wie jetzt hier zum Beispiel neue Skizze oder Messen. Wenn man mit gedrückter rechter Maustaste in diese Position fährt, ruft er automatisch den Befehl auf. Das heißt, jeder
Bereich hat hier sein Mini-Menü und wenn man die auswendig weiß, dann geht es sehr, sehr schnell zum Arbeiten. Hier messen zum Beispiel. Dann könnte ich jetzt an einem 3D-Modell was messen. Das ist das Mini-Menü. Also dann ist es wirklich für sehr, sehr schnelles Arbeiten, nur man muss da eingearbeitet sein, um es wirklich zu wissen, wo das liegt. Bevor wir jetzt unsere erste Skizze machen und ein kleines Bauteil konstruieren, dass man mal das Grundprinzip versteht, wie ein so ein parametrisches CAD-System arbeitet, schauen wir uns einmal die Anwendungsoptionen an, aber wirklich nur die wichtigsten Sachen, weil die Anwendungsoptionen sind immer firmenspezifisch einzustellen. Das ist hier hinter der Registerkarte Extras, Anwendungsoptionen. Für Profis kann man die Quick-Tipps rausnehmen. Ich mache die Quick-Tipps einmal rein. Die sind standardmäßig drinnen. Mache ich okay. Das heißt, wenn man auf einen Befehl hingeht und wartet da etwas, dann kommen die Quick-Tipps. Und wenn man wieder ein bisschen wartet, dann kommen die Erweiterungen der Quick-Tipps. Die kommen aber hier bei den Anwendungsoptionen jetzt gerade nicht, die Erweiterungen, sondern bei einem Feature wie beispielsweise Extrusion. Das sind die Erweiterungen. Die kann man sich abschalten. Das heißt, ich gehe wieder rein, Extras, Anwendungsoptionen, Registerkarte allgemein und nehme die Quick-Infos raus. Mache OK und schon werden die nicht mehr angezeigt. Das dauert nämlich immer etwas, bis in die laden. Und wie gesagt, wenn man sich mit dem System sehr gut auskennt, dann benötigt man das Ganze nicht. Dann gehen wir wieder rein in den Anwendungsoptionen. Dann würde ich da oben bei Benutzername würde ich ihren Namen eintragen. Das heißt, dieser Name wird in den iProperties hinterlegt. Jede Datei, das heißt jede IPT, jede IAM, jede IDW oder DWG sowie die IPN, die haben iProperties, das sind die Eigenschaften und da wird dieser Name hinterlegt. Dann die Kommentargröße steht standardmäßig auf 1. Was das ist, zeige ich Ihnen nachher. Das würde ich ein bisschen größer einstellen. Dann die Größe der Wiederherstellungsdatei. Das ist, wenn man rückgängig geht, kann man ungefähr ein Viertel vom Arbeitsspeicher einstellen. Sonst ist eigentlich jetzt hier für die Standardsachen dieser Registerkarte nichts mehr. Dann bei Farben, hier zum Beispiel, kann man den Hintergrund ändern, wenn ich sage, meinetwegen hier taubengrau und einfarbig. Mache Anwenden. Und übernimmt er denn? Farbverlauf. Ich gehe jetzt wieder hier auf Präsentation bzw. kontrastreich Farbabstufung anwenden oder Präsentation. Dann lasse jetzt ich drinnen. Der gefällt mir jetzt hier am besten. Dann kann man das Farbschema ändern zum Beispiel. Das Farbschema sieht man hier oben, das ist ja dunkel. Das ist neu in dieser Version. Das Dunkle standardmäßig, man kann hier auf hell einstellen. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Ich stelle es wieder auf dunkel. Dann bei Anzeige hier die Dokumenteinstellungen, aber man kann aber auch auf Anwendungseinstellungen gehen. Das heißt, wenn ich hier die Einstellungen mache und sage jetzt Modellkanten zum Beispiel sollen schwarz dargestellt werden, die Teilefarbe verwenden. Man kann auch hier eine andere Farbe hinterlegen, was die Modellkanten dann haben. Dann der visuelle Stil ist immer sehr gut schattiert mit Kanten. Dann sieht man nämlich die Kanten besser. Der Rest ist eigentlich jetzt hier für uns relativ egal. Machen wir okay. Ja. Und stelle hier auf Anwendungseinstellungen verwenden. Das heißt, dass er diese Einstellungen hier übernimmt. Was ist noch wichtig bei uns? Zeichnung zum Beispiel. Vorgabezeichnung ist der Typ DWG und Inventor DWG-Dateiversion AutoCAD 2013. Hier gibt es auch ältere. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sache in 2013 abspeichere und schicke das meinem Kunden, mein Kunde hätte zum Beispiel AutoCAD 2010, dann könnte er diese Datei nicht öffnen. Also es ist immer ratsam, sowas kleinstmöglichst abzuspeichern, dass das auch wirklich jeder öffnen kann. Der Rest ist jetzt hier okay. Mach anwenden. Bei Baugruppe ist noch was sehr wichtig und zwar diese zwei Haken entfernen. Das ist für die Adaptivität, das heißt Abhängigkeit, will ich rausnehmen. Anwenden.
Der Rest ist jetzt eigentlich ganz okay eingestellt bei Bauteil bzw. Skizze. Schauen, dass bitte niemals der Haken drin ist. Modellkanten für Skizzenerstellung und Bearbeitung automatisch projizieren. Da bitte schauen, weil das ist sehr wichtig, weil sonst projiziert er nämlich in jede Skizze, die man macht, alle Kanten vollständig, obwohl das wird das gar nicht benötigt. Dann mache ich schließen. So, da haben wir die Anwendungsoptionen eingestellt. Dann machen wir mal eine Skizze und ein Feature, damit Sie die Arbeitsweise von so einem parametrischen CAD-System verstehen. Es gibt zwei Arten von Skizze. Da wechseln wir mal ein Registerkarte 3D-Modell. Hier gibt es 2D-Skizze starten und die 3D-Skizze. Das sind die zwei Arten von Skizzen. Würde es natürlich auch geben mit rechter Maustaste bei unserem Mini-Menü. Neue Skizze. Gehe ich jetzt mal drauf. Dann highlightet er unsere drei Standardebenen. Die sieht man hier unter Ursprung, sind die drinnen im Ordner. Die YZ-Ebene, die XZ-Ebene, die XY-Ebene sowie die Achsen und den Mittelpunkt. Unsere erste Skizze können wir nur auf einer Ebene erstellen. Das heißt, ich wähle jetzt hier einmal diese Ebene an. Das ist die XY-Ebene. Und schon springt er in den Skizzierbereich. Sieht man. Hier oben die Registerkarte, Skizze, die Skizzenbefehle sind da. Wir haben jetzt hier, da sieht man so einen dickeren Strich und da so einen dickeren Strich. Das sind die Achsen. Das heißt, wir haben hier unsere Achsen. Das wäre die X-Achse, das wäre die Y-Achse, weil ich auf der XY-Ebene eine neue Skizze gemacht habe. Und das wäre die Z-Achse und der Mittelpunkt. So, jetzt nehme ich mal ein Rechteck. Ziehe das Rechteck einmal auf, Pi mal Daumen, Klick, Klick. Einen Befehl bricht man ab mit Escape. Den letzten Befehl kann man am schnellsten wiederholen mit der Enter-Taste. Escape wieder Befehlsabbruch. Wenn man das Mausrad bewegt, nach vorne, nach hinten, das heißt, es ist Vergrößern und Verkleinern, das ist eine Zoom-Funktion. Wenn man einen Doppelklick aufs Mausrad macht, dann kommt der Befehl Zoom Grenzen, das heißt, er zoomt unsere Skizze oder das 3D-Modell in den größtmöglichen Zeichnungsbereich rein. Wer von AutoCAD rauskommt, der Zoom hier ist genau umgedreht, das heißt, wen das stört, der kann auch wieder reingehen, Extras, Anwendungsoptionen, dann allgemein, ne, allgemein sind wir nicht, Anzeige, wir können hier die Richtung umkehren. Das heißt, dann ist das Zoom-Verhalten genau wie AutoCAD. Ich mag das jetzt nicht, deswegen muss ich schließen. Bei so einem parametrischen CAD-System läuft es so: Man skizziert das Bauteil auf, aber man sollte schon aufpassen, wenn das jetzt, sage ich jetzt nochmal, 500 auf 400 werden sollte, dass man ungefähr das in der Größe aufzieht. Ich habe jetzt das Pi mal Daumen aufgezogen. Jetzt könnte ich das hier bemaßen. Man kann natürlich auch rechte Maustaste machen, da die allgemeine Bemaßung nehmen. Ihr könnt auch mit gedrückter rechter Maustaste dahin ziehen, also Profi-Modus. Und immer aufpassen, hier steht 4 Bemaßungen erforderlich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier voll bestimmt steht. Jetzt denken sich viele, wieso 4 Bemaßungen? Wir haben ja hier nur die Länge und die Breite zum Bemaßen. Ich klicke die Linie an. Lege die Bemaßung ab. Wo Sie das ablegen, ist hier völlig egal. Das hat nichts mit der 2D-Zeichnung zu tun. Dann macht ihr dieses Fenster auf und hier gibt man den Bemaßungswert rein. Gebe ich einmal ein 50. Doppelklick aufs Mausrad, dann sieht man das wieder sehr schön. Das war jetzt die Arbeitsweise von einem parametrischen CAD-System. Das heißt, ein parametrisches CAD-System wird immer von der Bemaßung oder von Skizzenabhängigkeiten gesteuert. Dann maße ich das noch, sage ich 100. Und jetzt steht hier unten zwei Bemaßungen erforderlich. Und zwar ist es die Lage in unserem dreidimensionalen Raum noch nicht bestimmt. Es ist immer sehr wichtig, dass ein Skizzenpunkt oder dass die Skizze mit unserem Mittelpunkt in Verbindung steht. Wir möchten das jetzt mittig ausrichten. Dann gehe ich hier in unsere horizontale und vertikale Ausrichtung. Das heißt, ich nehme dieses Vertikal. Sage dieser Mittelpunkt, wenn der kommt, dieser grüne Punkt, hier, klick zu meinem Mittelpunkt, klick. Dann sieht man, jetzt hat sich auch hier die Farbe verändert. Ich breche mit Escape ab den Befehl.
Jetzt hat sich hier die Farbe verändert, die ist jetzt bläulich geworden. Das ist aber vom Hintergrund gesteuert. Diese Farbschema könnte man sich natürlich auch umstellen in der Registry. Aber das ist dann auch wieder profimäßig. Das Ganze können wir gerne auch nochmal ein Video drehen von sowas. Jetzt haben wir hier nur noch eine Bemaßung erforderlich. Ab und zu ist es nicht so klar ersichtlich, wo das fehlt. Das heißt, wo fehlt diese Bemaßung oder wo fehlt diese Abhängigkeit? Da kann man auch einmal an der Skizzengeometrie zupfen mit gedrückter linker Maustaste. Das heißt, wenn ich hingehe, aha, nach oben, nach unten verschiebt sie das Ganze oder nach links und nach rechts, da geht nichts mehr. Das heißt, hier ist es positioniert. Wenn man das natürlich nicht weiß und man hat eine große Konstruktion oder eine große Skizze, dann kann man hier unten, das ist die Statusleiste, einschalten. Zum Beispiel das da, die Freiheitsgrade anzeigen. Okay. Und schon zeigt er mir hier so Pfeile an. Das heißt, man sieht die Pfeile hier, gehen nach oben und nach unten. Also fehlt hier was. Das heißt, diese ist in der Lage noch nicht positioniert. Schalte ich wieder ab. Also füge ich jetzt hier ein Horizontal hinzu. Gehe wieder auf den Mittelpunkt. Zack, zu diesem. Escape. Und schon steht da voll bestimmt. Bitte passen Sie immer auf, dass hier steht Skizze voll bestimmt, weil dann habe ich bei Konstruktionsänderungen kein Problem, wenn Sie das richtig parametrisch aufgebaut haben. Wenn man natürlich jetzt das Maß ändert, auf 120, mache ich einen Doppelklick drauf, auf die Maßzahl, trage hier meine neue Bemaßung ein. Standardmäßig sind es automatisch Millimeter und schon ändert sich hier die Konstruktion bzw. die Skizze. Weil wir jetzt das so schön bemaßt haben und auch die Skizze voll bestimmt ist, schauen wir uns das mit der Kommentargröße mal an. Das kann man jetzt präsentieren, weil wir haben jetzt eine Bemaßung drinnen. Das schiebe ich jetzt nochmal ein bisschen nach rechts rüber, dass man sieht. Dann gehe ich auf Extras, wieder Anwendungsoptionen, dann Allgemein und die Kommentargröße. Wenn ich jetzt bei der Kommentargröße nach oben gehe, ich finde 1,5 ganz gut, gehe auf Anwenden, dann sieht man, es ist die Maßzahl, die wird vergrößert. 1,5 finde ich ganz okay, 2 finde ich schon wieder sehr groß von dem Ganzen, weil wenn man sehr viele Bemaßungen drin hat, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen unübersichtlicher. Ich gehe auf 1,5, das ist meine persönliche Lieblingseinstellung. Mach anwenden, schließen und so gefällt mir das am allerbesten. Es ist auch dann hier mein BKS-System ist größer geworden. Und wenn wir jetzt fertig sind mit der Skizze, dann wollen wir jetzt aus der Skizze ein 3D-Modell generieren. Und gibt es mehrere Möglichkeiten. Rechte Maustaste, 2D-Skizze beenden oder man zieht halt wieder auf diesen Befehl mit der rechten Maustaste, mit der gedrückten rechten Maustaste oder man macht 2D-Skizze hier oben, also Skizze fertigstellen. Dann haben wir die Skizze fertiggestellt. Wie gesagt, Doppelklick aufs Mausrad ist zu Grenzen, Mausrad bewegen, also scrollen ist vergrößern, verkleinern, Zoom-Funktion. Wenn man das drehen möchte, gibt es verschiedenste Arten. Am schönsten geht es mit der Shift-Taste, also die Umschalttaste gedrückt halten, das Mausrad gedrückt halten, dann kommt dieser 3D-Orbit, das ist der Befehl, lasse ich wieder aus, dann ist mein ganzer normaler Mauscursor wieder aktiv. Das gleiche ist das da drüben in der Navigationsleiste. Nur hier muss man das mit gedrückter linker Maustaste drehen und mit Escape wieder abbrechen. Also dann finde ich, wer keine 3D-Maus hat, ich persönlich habe eine 3D-Maus, das ist Luxus. Wenn man jeden Tag mit so Systemen arbeitet, kommt man eigentlich von einer 3D-Maus nicht vorbei. Aber wer keine hat, ich würde Shift-Taste nehmen, gedrücktes Mausrad und schon kann man das 3D-Modell hier drehen, beziehungsweise jetzt noch die Skizze. Dann wenden wir ein Feature an. In dem Fall nehme ich jetzt eine Extrusion, weil es die erste Skizze ist, beziehungsweise nur ein Profil ist aktiv, findet er das vollautomatisch. Standardmäßig ist das da hier so, kann man größer aufklappen. Das da ist der Mini-Werkzeugkasten. Alle Einstellungen, die hier sind, finden Sie auch dort drüben. Wie Sie das machen, ist Ihnen überlassen. Das heißt, man kann sich aber auch diesen Mini-Werkzeugkasten abschalten. Das mache ich jetzt einmal. Gehe ich nochmal auf Abbruch, dann auf Ansicht,
Benutzeroberfläche, dieser Mini-Werkzeugkasten. Kannst du es sehen? Dann gehe ich wieder auf 3D-Modell, Extrusion und schon wird dieser Mini-Werkzeugkasten nicht mehr angezeigt. Ich schalte mir den aber wieder aktiv, deswegen gehe ich nochmal auf Abbruch. Ansicht, Benutzeroberfläche, Mini-Werkzeugkasten. Dann könnte ich natürlich auch hier ist die Extrusion, zack, Extrusion aktiv. Dann haben wir jetzt da zwei Sachen, und zwar einmal aus Volumenkörper austragen, einmal aus Flächenmodell. Da ist jetzt noch nichts aktiv, weil wir können keine boolischen Operationen noch nicht anwenden, weil wir haben ja noch keinen Volumenkörper, den müssen wir jetzt erst generieren. Da ist die Austragungsrichtung, das heißt in welche Richtung. Hier sieht man meine Skizze. Man könnte es auf die andere Seite austragen, man kann es symmetrisch austragen, liegt meine Skizze in der Mitte drinnen. Das heißt, es wird auf 5 nach oben, 5 nach unten ausgetragen, weil hier 10 steht und das wäre asymmetrisch austragen. Ich trage jetzt nur in einer Richtung aus. Und diese hier sage, der Körper hier ist 15 mm hoch. Mach OK. Und schon haben wir unseren ersten 3D-Volumenkörper. Jetzt sieht man auch hier im Browser, es werden dann die Arbeitsschritte Stück für Stück aufgelistet. Hier haben wir das Feature Extrusion, das wir gerade gemacht haben, und unterhalb ist die Skizze. Das heißt, diese Skizze steuert diese Extrusion. Möchten wir jetzt das Bauteil vergrößern, das heißt, wir möchten das länger machen, dann müssen wir in dem Fall die Skizze bearbeiten. Das geht jetzt sehr schnell. Man klickt hier eine Fläche von diesem 3D-Volumenkörper an, linke Maustaste, dann kommen hier vier solche Symbole. Das wäre die Extrusion bearbeiten, das wäre die Skizze bearbeiten, Skizze wiederverwenden, neue Skizze erstellen. Sagen jetzt einmal hier 150. Doppelklick auf diese Maßzahl. Sagen wir jetzt 80. Und Skizze fertigstellen. Und Sie sehen, das 3D-Modell baut sich wieder komplett neu auf. Jetzt können wir das auch mal messen mit der Messfunktion. Da gibt es die Tastenkombination M. Wir klicken diese Kante an. 80. Rechte Maustaste. Neustart. Und diese Kante hier 150. Also dann hat er unser Bauteil wieder aktualisiert. Das ist die Arbeitsweise von einem parametrischen CAD-System. Möchte ich jetzt die Höhe ändern, das heißt, wo wir vorhin die 15 mm vergeben haben, also in das Feature, dann gehen wir hin, klicken das Bauteil wieder an und sagen hier Extrusion bearbeiten und machen 30. Okay, das Bauteil baut sich wieder neu auf. Jetzt haben wir hier verschiedenste Flächen. Jetzt können wir auf jeder planaren Fläche eine Skizze erstellen. Hätten wir jetzt eine Mantelfläche, müssten wir erst eine Arbeitsebene generieren. Wir gehen jetzt einmal dahin, auf diese Fläche, können linke Maustaste machen, die Fläche anklicken und hier neue Skizze erstellen. Und schon erstellt man eine neue Skizze auf dieser angewählten Bauteilfläche. Da machen wir jetzt nochmal ein Rechteck, Diagonalpunkte aufziehen, bemaßen. Das Rechteck sollte von dieser Körperkante hier immer 10 mm entfernt sein, sollte von dieser Kante hier immer 5 mm entfernt sein und die Länge sollte sein 30 und die Breite sollte sein 20. Schon haben wir wieder eine vollbestimmte Skizze. Wenn wir das haben, machen wir Skizze fertigstellen. Und jetzt brauchen wir wieder ein Feature. Das heißt, wir gehen wieder auf 3D-Modell, Extrusion. Und jetzt ist es nicht mehr so wie vorher. Jetzt müssen wir das anwählen. Das heißt, er möchte das Profil, das ist automatisch aktiv. Bitte nicht da draufklicken, weil sonst fällt es wieder ab. Das heißt, man wählt dieses Profil an. Und jetzt sind diese boolischen Operatoren aktiv. Das heißt, das wäre Vereinigung. Dass wir einen Volumenkörper auf den vorhandenen Volumenkörper drauf machen. Machen wir mal 5 mm. Okay. Und schon kommt der zweite Arbeitsschritt, was auch wieder ebenfalls von dieser Skizze hier gesteuert wird. So,
möchten wir jetzt das Feature bearbeiten, weil wir wollten jetzt hier keine Vereinigung machen, das heißt keinen Volumenkörper auf den vorhandenen Volumenkörper drauf machen, sondern wir wollten eine Differenz, das heißt wir wollten was rausschneiden, und das ist auch kein Problem. Man klickt eine Fläche von dieser Extrusion an, erstes Symbol wieder, Extrusion bearbeiten, sagt hier die Differenz. Aufpassen bei der Differenz, dass diese Pfeilrichtung und die Vorschau in das Material reingeht. Würden wir jetzt okay machen, mache ich mal beispielsweise, kommt eine Fehlermeldung. Warum kommt jetzt eine Fehlermeldung? Weil was sollte Inventor aus der Luft rausschneiden? Wie man sieht, die Austragungsrichtung geht in diese Richtung, da kann er ja nichts differenzieren, das heißt deswegen kommt eine Fehlermeldung. Drehe ich die Richtung um, geht das in das Bauteil rein, stelle hier das Maß ein, 5 mm zum Beispiel, und mache OK. Und schon haben wir hier eine Differenz drinnen. Möchten wir jetzt dieses Bauteil wieder bearbeiten, das heißt dieses Maß ändern, das messe ich nochmal von dieser Kante, drehe das Bauteil, zu dieser Kante haben wir 5 mm, ich möchte jetzt 10 mm haben, dann haben wir das wieder in der Skizze definiert. Das heißt, ich bearbeite die Skizze, lege hier eine Fläche an von dieser Extrusion, gehe da wieder hin, Skizze bearbeiten, wähle hier 10 mm aus und mache Skizze fertigstellen. Das Bauteil baut sich wieder neu auf. Und so läuft diese Arbeitsweise von parametrischen CAD-Systemen. Jetzt speichern wir das Ganze mal hier auf Speichern. Da steht bei mir jetzt da oben Bauteil 8 oder 7 oder 6, je nachdem, wie viele Sie schon geöffnet haben. Gehe auf Speichern. Sage jetzt das Testbauteil. Und wie Sie sehen, es steht oben in der Programmleiste dann dieser Dateiname Testbauteil.ipt. Und das würde auch bei einer IAM stehen, bei einer IDW stehen, bei einer DWG stehen oder bei einer IPN stehen. Und dann gehe ich hin. Klappe hier den Baumstruktur zu. Es sollte übersichtlich sein, das heißt nicht alles aufgeklappt haben. Man kann das schnell zuklappen, indem dass man da oben bei dem Bauteil hingeht, rechte Maustaste macht und dann alle Untergeordneten ausblenden. Und dann klappt er das wieder zu. Und immer schön größtmöglich speichern, nicht so speichern, wenn man die Datei aufmacht, sieht man nichts. Das heißt, ich drehe mir das so detailreich wie möglich hin und dann geht man auf Speichern. Weil wie Sie das abspeichern hier, so ist es auch in der Dateivorschau. Hier oben hat man noch, das ist auch da die Home-Ansicht. Die Home-Ansicht wäre die F6-Taste, das wäre bei mir die Home-Ansicht. Ich könnte aber die Home-Ansicht auch selber betiteln. Das heißt, ich drehe mir das Bauteil so hin, wie ich möchte. Und dann geht man hin auf den View Cube, rechte Maustaste drauf, aktuelle Ansicht festlegen, hier ist die Entfernung und speichern. Wenn ich jetzt das Bauteil hier irgendwo hingezoomt habe, mache die F6-Taste und schon kommt es so rein, wie ich das gerade abgelegt habe. Dann vergeben wir noch ein Material. Material kann man hier oben jetzt vergeben in der Schnellzugriffsleiste. Sage halt Kupfer, dann bekommt es so Kupferfarben das Ganze. Material Kupfer haben wir jetzt vergeben. Jetzt sieht man auch schön die Kanten, das schattiert mit Kanten, was wir aktiviert haben. Und ich kann natürlich jetzt auch mir eine andere Ansicht anschauen, meinetwegen einen anderen visuellen Stil. Ich gehe auf Ansicht, visuelle Stile, könnte jetzt hier meinetwegen schattiert mit verdeckten Kanten machen. Oder Drahtkörper mit verdeckten Kanten. Es ist halt immer so, dieses Gespringe von diesen Registerkarten, das heißt von da nach da, wenn ich hier bin, da reinspringen. Diese visuellen Stile braucht man ja häufiger. Standardmäßig haben wir ja eingestellt, schattiert mit Kanten. Das heißt, ich habe hier bei meiner Navigationsleiste, die habe ich erweitert, wenn man unten auf diesen grauen Kreis geht, das ist Flyout, und setzt hier bei visuelle Stile den Haken, dann muss man nicht immer in die Registerkarte Ansicht springen.
Das heißt, wenn ich nur meinen visuellen Stil ändern möchte, gehe ich jetzt einfach auf die Navigationsleiste hin und sage jetzt hier mal wegen Monochrom oder Schattiert mit Kanten. So, das war es jetzt erst einmal für die Grundlagentraining der Benutzeroberfläche und das Arbeitsweise eines parametrischen CAD-Programms. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht. Wenn ja, abonnieren Sie unseren Kanal. Bei Fragen können Sie uns gerne E-Mails schreiben bzw. kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.